Und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Alex. Wir machen heute diesen Quest, ein neuer Deal. Sinder möchte, dass ich entweder mit Cormac oder mit Ragnar einen neuen Deal aushandle. Das wollen wir doch mal tun. Und wir sind hier auch schon bei der ersten Hütte. War das hier einer von den Bossen? Nö, da bin ich total verkehrt. Sehr gut, fängt richtig gut an. Aber Ragnar. Ich weiß, wo ich Ragnar finde. Da können wir mal hingehen und fragen, was der dazu sagt. Der ist doch hier oben. Das war wohl nichts. Aber jetzt haben wir es gleich. Halt, ist das hier nicht Cormac? Ja, sprechen wir doch mal mit Cormac. Mal gucken, was er sagt. Oh, wir können doch noch einen Quest abgeben. Das machen wir noch vorher. Der Ärger mit dem Eisenclan ist vorbei. Sehr gut, was hast du getan? Ich habe dafür gesorgt, dass Uran den Hammerclan wieder bewirtet. Ist das so? Dann hoffe ich, dass es in Zukunft ruhiger zugeht. Gut. Sollte es noch einmal Stress geben, kümmere ich mich persönlich darum. Ich denke mal, wir hauen einen Angriff in die Pfanne, oder? Ja, komm. Der hat uns angeschissen wegen der geklauten Waffe. Komm, das Ganze war Angrims Nervsack. Was sagst du da? Woher weißt du das? Uran hat es erzählt. Unfassbar. Wenn wir Warlords uns jetzt schon untereinander nicht grün sind, ich werde wohl mal mit Ragnar darüber reden müssen. So kann das nicht weitergehen. Danke dir, dass du dich um alles gekümmert hast. Hier hast du eine kleine Entschädigung. Jawollo. Ich übernehme ab hier. Halt, erstmal bleibst du hier. Sinder braucht eure Hilfe. Der Hammerclan ist immer bereit zu helfen. Worum geht Sehr es? Gut. Sie braucht Leute, die die Nahrungslieferungen aus dem Wald holen. Das ist doch Aufgabe des Eisenclans. Der Eisenclan weigert sich. War ja klar. Auf die ist kein Verlass. Haben immer nur ihre Gesetze im Kopf und vergessen dabei das Wohl der restlichen Bevölkerung. Wenn ich helfen soll, dann nicht ohne meine Männer passend auszurüsten. Angesichts der Umstände schrecke ich auch vor unkonventionellen Methoden nicht zurück. Ich will schließlich nicht, dass meine Männer wie die vom Eisenclan enden. Also wirst du mir einen Bewegungssensor beschaffen. Am besten begibst du dich zum Schlund und siehst dich dort nach einem um. Gut, den habe ich jetzt schon gefunden, also... Tja... Komm, mit dem Gesetz hat er es nicht so genau. Da steht eine Wache, ich komme da nicht hinein. Na dann lass dir was einfallen. Bist doch nicht blöd. Er springt von oben hinein, finde einen Weg außen herum oder locke ihn weg. Du kriegst das schon hin. Ich hatte ja die Hoffnung, dass er mir irgendwie einen Freibrief oder sowas gibt. Naja. Was trennt er mir noch mal etwas bei? Beibringen? Ja. Oh, hier sowas wäre natürlich nochmal schick. 5 Stärke. Kein Thema. 10 Geschicklichkeit für Schwerkampf. Fernkampfwaffen, schwere Waffen brauche ich noch nicht. Angriffsstärke erhöht die Wucht deiner Schläge mit jeder Stufe. Ist natürlich auch schön. Paradestärke. Wuchtschlag. Erhöht den Schaden der Spezialattacke. Nein, das brauche ich noch nicht. Dann habe ich die. Krieg ich sowieso nicht zum Start. Jetpack-Angriff. Der wäre auch richtig schön, aber das kann ich mir abschwenken. Okay. Also, Nahkampfwaffen. Das gehen wir. Also 5 Punkte auf Stärke und dann haben wir's. Da. Nein, du kannst doch jetzt nicht weglaufen, während ich. Ich muss. Wieso kann ich? War das. Ach, hier war das. So was hätte ich auch. 5 Punkte auf Stärke. Übernehmen, schließen und jetzt hinterher rennen. Warte! Du Nervsack, bleib doch einfach mal stehen. Bring mir etwas bei. Ja. Nahkampf plus 1. So, und jetzt habe ich nämlich Kampf auch auf 1. Angriffsstärke. Ah, müssen wir. Da brauchten wir 15 Punkte. Wir haben noch genau 15 Punkte. Das könnten wir theoretisch noch lernen. Ah.
glaube noch nicht. Jetzt muss ich aber mal erstmal eben schnell zu Ragnar, am besten bevor er mit dem redet. Hallo Ragnar, alte Socke. Ich komme von Sinde. Und warum kommt sie nicht selbst? Ist auch egal, was will sie? Sie braucht neue Leute, die die neuen Lieferungen aus dem Wald bringen. Ist das nicht der Job des Eisenclans? Ach, ich will es gar nicht wissen. Die Nebelkrähen haben jedenfalls keine Krieger, die sie entbehren können. Versuch es beim Hammerclan. Warlord Cormac ist dafür dein Mann. Ja gut, das sei ja... Wir müssen reden. Meine Zeit ist knapp. Worum geht es? Einer meiner Männer sollte sich um eine Streitigkeit zwischen dem Eisen- und dem Hammerclan kümmern. Aha, und ich bin einer seiner Männer. Er hat herausgefunden, dass der Eisenclan seine Männer gegen meinen Clan aufhetzt. Das ist eine schwere Anschuldigung. Was genau ist vorgefallen? Der Wirt Oran wurde angewiesen, niemanden vom Hammerclan mehr zu bewirten. Wenn wir als Berserker überleben wollen, dann müssen wir alle zusammenhalten. Ein solches Verhalten kann ich nicht dulden. Ich werde Angrim einige seiner Zusprüche kürzen. Auch wenn wir als Warlords gleichgestellt sind, so kann er nicht tun und lassen, was er will. Und du solltest aufpassen, dass Angrim niemals rauskriegt, wer dein Mann war, der das rausgefunden hat. Ich werde vorsichtig sein. War's das? Ja. Okay, er kriegt das raus und ich krieg auf die Nase. Cormac, kannst du mir dazu noch was sagen? Nee. Ach so, ja, doch, den Bewegungssensor habe ich. Ich habe den Bewegungssensor für dich. Sehr gut. Ich werde meine Männer damit ausrüsten und zu Sinne schicken, sobald sie bereit sind. Sag ihr, sie kann auf die Unterstützung des Hammerclans zählen. Na super. Haben wir das doch auch fertig, dann können wir jetzt nochmal rüber zu Sinda rennen und der Bescheid sagen, dass wir die Sache geregelt haben. Das war ja einfacher als gedacht. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. So, Sinda war irgendwo ganz unten, glaube ich. Ganz unten geht es hier hin, lang. Hier hin lang. Grammatik bei Yoda. Ne, stimmt gar nicht. Gelernt ich habe. Wörter wahrscheinlich. Wörter bei Yoda gelernt ich habe. Okay, von der Seite finde ich nicht selbstständig zu Sindas Haus. Muss ich kurz mal hier lang. War das das hier? Ja, das war's. Sogar im Dunkeln noch gesehen. So. Der Hammerclan wird dich unterstützen. Wirklich? Du hast Cormac tatsächlich überredet? Ja. Das ist ja hervorragend. Ich habe noch etwas Elexit in der Hinterhand. Was willst du für deinen Dienst? Alles. Haben? Schwere Wahl. Was du für angemessen hältst, finde ich natürlich auch geil. Gib mir, was du für angemessen hältst. Das hier war eigentlich die Bezahlung für die beiden Männer vom Eisenclan. 250 für den einen und 250 für den anderen. Ja! Ja! Und geile Wahl. Aus. Ah, so kann das weiterlaufen. Manchmal macht es sich bezahlt. Ja, gut, dann können wir gleich mal nach dem nächsten so Quest gucken. Das hätte ich auch gerne. Was haben wir hier? Spurensuche. Nee, Alps töten ist mir, glaube ich, noch ein bisschen zu hart. Ich will ja meine Waffe nicht abgeben. Meine Klerikerwaffen. Wobei, ich habe sie ja den Klerikern, hätte ich sie ja schon geben können und habe das abgelehnt. Dementsprechend glaube ich, verscherbel ich die an... Ich bin... Scheiß drauf. Weg mit den Dingern. Das war doch hier hinten irgendwo. Ich glaube, hier war der Typ. Bist du das gewesen? Nö, das ist die Taverne von hinten. Aber du könntest hier der richtige Ansprechpartner sein. Der Alten hat man nur Ärger. Genau, Alrik. Wegen der Raritäten.
Ja? Kannst du diese Waffen gebrauchen? Ja, bist du denn verrückt? Das ist ja Zeug von den Klerikern. Ich habe dir zwar gesagt, ich sammle Raritäten, aber das ist sogar mir zu heiß. Wenn ich mit dem Zeug erwischt werde, kann ich mir gleich eine Grube ausheben. Ich gebe dir einen guten Rat, werd das Zeug so schnell es geht los. Und hier hast du ein paar Splitter, damit du vergisst, dass wir überhaupt darüber geredet haben. Oh, das ist ja super. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Sicher doch. Okay, der hat nur Equipment, die hatten wir alles schon ausprobiert. Naja, fast alles. Frostresistenz durch Alex. Nee. Alex-Trank. Kostet 100 Tacken. Und bringt 100 Erfahrung jedes Mal, wenn wir sowas herstellen. Aus Schnaps und reinem Alex. Davon haben wir immerhin schon 7 Stück. 2 Attributpunkte für den Alex-Trank. Oder 100 Erfahrung. Im kleinen Alex-Trank. 2 Attributpunkte klingt schon verdammt gut. Dafür müssen wir Chemie können. Und für Chemie brauchen wir... Verdammte Technik. Ist das dein Ernst? Kann das jeder lernen? Ja, das kann man so oder so sehen. Chemie? Mit der alten das ist machbar. Chemische Substanzen und Tränke herstellen, so, das ist doch eine coole Sache. Einfach abgehauen ist der Hurensohn. Das riecht nach Ärger. Wie viel kostet der Spaß? Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf. Ich will handeln. Sicher doch. 100, oder? 100 kann man sich ja mal gönnen. Hier der Alex-Trank. Ich meine... 2 Attributpunkte. Das ist doch fett. Jupp, das machen wir so. Händel abschließen. So, ich muss dann los. Und dann weiß ich noch nicht so genau. Ich könnte behalte die Waffe vielleicht auch noch mal erstmal. Das hier könnten wir vielleicht mal machen. Gucken wir mal, wo der Quest uns hinführt. Da hinten. Ja, das war hier schon ein hartes Gebiet, wenn ich mich recht erinnere. Naja. Wir werden schon sehen, was wir davon haben. Denn wir sollen für die... ja, da uns umhören und Bericht erstatten, das sollte ja wohl machbar sein. Oh, 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 oh. So. Das wird ein fetter Jump. Das wird ein richtig fetter Jump. Aber ich muss in die Richtung, ne? Jetzt nur mal zur Sicherheit noch mal kurz gucken. Ja. Okay, gelb ist unser Ziel. Wuhu! Oh. Nice. Und dann auch noch eine Truhe gefunden. Und eine Kralle. Sonst so. Auch nix. Da könnte man natürlich nochmal richtig geil jumpen. Oder aber. Da war doch gerade irgendwo jemand. Außer Reichweite. Okay. Nochmal. Keine Höhle. Ich dachte, da wäre eine Höhle. Aha, okay. Verdammt, jetzt habe ich so ein Gegengift genommen, aus Versehen. Sind das denn Feinde überhaupt? Speichern. Was seid ihr denn für Typen?
Okay, ihr seid unangenehm. Wisst ihr eigentlich, dass ich eigentlich in die andere Richtung muss? So. Lauf! Ach, das Ding kennen wir doch schon da. Ja. Hier sind wir schon gewesen und haben nicht so wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht. Trauen wir uns noch mal ein bisschen weiter raus. Oh. Ja, das habe ich geahnt. Den lassen wir besser in Ruhe. Was haben wir denn hier? Ist ja irgendwo was zu holen? Und der jetzt hierher? Nö, der zieht sich zurück. Schlafsack. Zwei Zigaretten und ein Heiltrank. Super Kombi, dann hat man hinterher keinen Schaden genommen und nichts geheilt. Spielzeug-Dino. Ja, es tut mir in der Seele weh. Aber aus alten Gothic-Zeiten muss ich dann doch... das machen wir. Es regnet zwar, aber das ist ja nun mal immer so. Da lässt sich doch ein Junkie nicht von abhalten. Aha. Da. Okay, Zigaretten kann man nicht mal benutzen. Ich dachte, man könnte die vielleicht rauchen. Aber ich muss sagen, das finde ich gar nicht verkehrt. Bei Gothic damals konnte man nämlich das Sumpfkraut rauchen und hat dann beim ersten Mal sogar Erfahrung dafür gekriegt. Schrott, nichts zu holen. Na gut. So, müssen weiter in die Richtung. Was? So. Oh. Das sah aus, als wenn man hier noch was holen kann. Wahnsinn. Ach, sieh mal eine an, da sind wir schon. Das hätte ich ja vorhin einfach mal miterledigen können. Aber schön. Alter! Das ist ja quasi genau dasselbe wie auf dem... Das hier so ein Deltenherz wahrscheinlich, wa? Krasse Scheiße. Okay. Wollen wir mal nicht so sein. Kurz mal speichern und... Rums! Hühner sind so gut wie Ratten. Bloß, dass man Fleisch kriegt. Oh, nice! Haben wir hier ein Feuer? Jawohl. Machen wir jetzt die anderen Hühner noch weg. Oh. Na bitte, endlich nimmst du Vernunft an. Ja, endlich. Hättest du mal was gesagt. Ich hatte gerade schon ein bisschen Angst, dass ich ihn mitgetroffen habe. Stört es dich, wenn ich deinen Kram einsammle? Ist so vielleicht außer der Öllampe noch irgendwas hier? Nö. Sieht nicht so aus. Die Sichel kann man auch nicht nehmen. Nix. Okay. Dann, oh doch, den Besen. Klar. Konnte ich den nur übersehen. Dann, lieber Irdor, erzähl doch mal. Hey,
Du bist doch hoffentlich nicht hier, um dich am Weltenherz zu vergreifen. Oder wurdest du abgeurteilt, mit mir den Dienst zu verrichten? Nichts von beidem. Oh, dann nichts für ungut. Seit dem Erstarken der Alps halte ich lieber die Augen offen. Das Weltenherz in dieser Gegend untersteht also deinem Schutz. Das will ich meinen. Früher hätte ich es einfach verdorren lassen. Aber mittlerweile liegt mir viel daran, dass es wächst und gedeiht. Das Leben als Setzer des Hammerclans hat wohl seine Spuren hinterlassen. Und wieso hättest du es früher verdorren lassen? Warst du mal jemand anders? Erzähl mir mehr über die Setzer. Wir führen ein einfaches und bescheidenes Leben. Ruhm und Ehre, danach trachten nur die wenigsten von uns. Die Aufzucht der Setzlinge ist unsere Hauptaufgabe. Manche aber, so wie ich, kümmern sich um ein Weltenherz. Das ist im Grunde auch schon alles. Wollen wir mal nicht gleich verurteilen hier. Wie lange machst du das schon? Ein paar Jahre kommen da sicher schon zusammen. Und so richtig aufgegangen bin ich erst, als man mich hierher strafversetzt hat. Strafversetzt? Und dann machst du das gerne? Ja. Weißt du, wenn du jeden Tag denkst, dass alles eine Selbstverständlichkeit ist, merkst du nicht, was andere für Opfer bringen. Was die meisten als Strafe empfinden, sehe ich als Chance. Das Weltenherz und ich sind unzertrennbar geworden. Mein Clan kann mit Stolz auf meine Arbeit blicken. Wie steht es um die Sicherheit des Weltenherzes? Von den Alps geht für den Moment keine Bedrohung aus. Auch wenn das sicher nicht auf alle zutrifft, meiden die meisten von ihnen diesen Ort. Scheinbar bekommt ihnen die Macht unserer Herzen nicht. Wäre gut, wenn die Viecher das genauso sehen würden. Aber klagen kann ich eigentlich nicht. Dann kann ich Ragnar sagen, dass er mich umsonst geschickt hat. Du kommst von Ragnar? Ach, wenn das so ist. Wenn du dich wirklich nützlich machen willst, dann gibt es was zu tun. Es ist auch ganz klar. Zwar nicht so spannend wie eine Unholdjagd, aber Arbeit ist Arbeit. Wir kriegen hier seit einiger Zeit nämlich nichts mehr zu beißen. Und nur mit gutem Willen stehen wir die Arbeit am Weltenherz nicht durch. Ach du Pussy. Woher bekommt ihr eure Ration? Für gewöhnlich direkt aus Goliath. Manchmal bringen auch ein paar Jäger was vorbei. Aber darauf kannst du dich nicht verlassen. Warum sind die Lieferungen in Stocken gekommen? Seit unsere Leute die Setzlinge in die Welt hinaustragen, um neue Weltenherzen heranzuzüchten, wird der Proviant neu verteilt. Wir bilden da leider das Ende der Nahrungskette. Das ist ja ungünstig. Welchen Sinn hat es, hier ein Weltenherz anzupflanzen? Du verstehst nicht viel von Pflanzen, habe ich recht? Nicht wirklich. Das ist richtig. Dann erkläre ich es dir. Es kann ja nicht schaden. Also, aus einem Setzling erwächst nicht unbedingt ein Weltenherz. Ehrlich gesagt ist das nur bei den wenigsten der Fall. Aber nur Weltenherzen können die Erde wieder fruchtbar machen. Je mehr Setzlinge wir also züchten, umso höher ist die Chance auf ein Exemplar, das zum Weltenherz taugt. Und so ein Exemplar siehst du hier vor dir. Ihm haben wir zu verdanken, dass die Gegend wieder blüht und gedeiht. Verstanden. So schwer war es ja auch nicht. Ja, das ist richtig. Ich besorg dir was zu essen. Wirklich? Da könnte einiges an Laufarbeit auf dich zukommen. Du müsstest zurück nach Goliath und Cinda überreden, dir etwas mitzugeben. Sie ist verantwortlich für die Waren Ein- und Ausgänge. Nur überwacht sie alles wie ein Rudel Raptoren ihre Jungen. Ach, das ist doch gar kein Thema. Kein Problem. Ja, das sagst du jetzt. Aber versuch erst einmal, sie zu überzeugen. Sie ist so stur. An ihr würde sich sogar der Pilger die Zähne ausbeißen. Du könntest natürlich auch einfach etwas Setzerbrot sammeln. Gut, das Zeug wächst überall. 4 Dutzend sollten reichen. 4 Dutzend? Ja, die Arbeit macht hungrig. Boah, aber weißt du was? Machen wir eine runde Summe daraus. Bring mir einfach 50 Stück. Dann kannst du dir den Weg nach Goliath sparen. Nee. Das kannst du knicken, das ist meine Knete. So, einmal schnell speichern und gucken, was er sagt, wenn ich ihm frage. Was weiß ein Setzer wie du schon darüber, was einem Alp bekommt und was nicht? Mag sein. Aber ich weiß, dass sie das reine Elex in ihren Konvertern sammeln. Das ist der Ursprung ihrer Kräfte.
So wie das Mana, die umgekehrte Form des Elex, die Quelle unserer Magie ist. Das Mana, das unsere Setzlinge durchströmt, ist mit Sicherheit nicht sehr gesund für die Alps. So viel ist schon mal klar. Das war ja nicht sehr beeindruckend. Was weißt du über den Mord an Askor? Nicht sehr viel. Ich bin die meiste Zeit hier draußen. Das heißt, du warst auch zur Tatzeit hier? Ich war schon seit Monaten nicht mehr in der Stadt. Wann ist der Mord denn genau passiert? Vor 3 Monaten. Kann sein, dass ich... Um ehrlich zu sein, weiß ich es gar nicht mehr. Wie gut kanntest du Askor? Eigentlich gar nicht. Wir Setzer hier draußen haben mit den anderen nicht viel zu tun. Weißt du, wo sie Askors Leiche gefunden haben? Irgendwo im Wald, hörte ich, oder? Was hast du denn noch gehört? In der besagten Nacht soll einer der Setzlinge verschwunden sein. Die Aufzucht eines Setzlings war Bestandteil der Prüfung. Er war für uns hier draußen bestimmt. Er kam aber niemals bei uns an. Ich gehe davon aus, dass er gestohlen wurde oder sowas. Aber was da genau passiert ist, frag mich nicht. Aha, ein Indizienbeweis. Du trägst ein Schwert. Klar, wie die meisten von uns. Ihr Setzer seid auf euch allein gestellt? Die meiste Zeit schon. Aber was will man machen? Die Krieger verteidigen oft lieber die Stadt, als uns Setzer hier draußen zu beschützen. Wäre schon toll, wenn sich die schweren Jungs hier mal öfter blicken lassen würden. Denn wenn nachts die Biester kommen, bleibt uns meist nur die Flucht. Ha, du kannst der Mörder nicht sein. Interessant. Wie kommst du jetzt darauf? Du hast nicht die Körner für sowas. Du meinst? Du bist nicht stark genug, um einen gestandenen Berserker mit einem Schwert niederzustrecken. Da hast du wahrscheinlich recht. Gut. Dann hätten wir das geklärt. Aha, du bist ein Setzer. Was bist du? Oh, ein Setzer. Das heißt, untersteh dich. Es gucken auch Frauen zu und Kinder und... weiß gar nicht, wer sonst so zuguckt. Aber ich gehe jetzt... Oh Gott, kraxel. Ich versuche mal einfach hier den Berg wieder hoch zu kraxeln. Oder ich nehme hier den Teleporter mit. Und teleportiere mich einfach da oben hin. Schlechter Zeitpunkt. Was? Ah. Ich dachte schon, was Gefährliches. Tja! Er hat mich einmal getroffen. So, jetzt aber. Teleport. Dahin. Ja. Da reinlaufen. Dann mit Sinder reden und zurück teleportieren. Das ist doch die einfachste Sache der Welt. Viel Laufarbeit, sagt er. Und jetzt kriegen wir gleich einen Quest mit viel Laufarbeit. Ich sehe es schon kommen. Eier? Eier? Halt. Hier rein. Ich sehe überhaupt nichts. Aha. Irdor braucht Proviant. Was du nicht sagst. Er ist ja nicht der Erste. Aber daraus wird nichts. Das, was ich habe, ist nicht für ihn bestimmt. Er muss sehen, wie er klarkommt. Soll er doch seine Setzer jagen schicken. Ich hatte nicht vor, mit leeren Händen zurückzukehren. Zaubern wie die Herren Warlords kann ich noch nicht. Also schlag dir das aus dem Kopf. Ist ein Argument. Wenn du ihm nicht helfen willst, wird er sterben. Jetzt übertreib mal nicht. Er ist ein Mann, der 2 gesunde Hände hat. Da wird er wohl was zu essen auftreiben können. Wenn du willst, kannst du natürlich auch einen Blick hinter meine Hütte werfen. Vor kurzem musste ich eine Ladung Brot entsorgen. Ich würde darauf zwar nicht rumkauen wollen, aber... Naja, für die Setzer reicht es allemal. Sollen sie halt nicht so wählerisch sein? Das habe ich mir schon genommen. Du hast? Sag mal, willst du immer bei fremden Leuten die Abfälle durch? Nein. Du bist mir vielleicht einer. Naja, du hast dann ja, was du wolltest. Das ist schon eine miese Brise. Miese Aktion. Das könnte man natürlich auch nochmal einem von den Bossen erzählen. Dass sie den da einfach auf dem Trockenen sitzen lässt.
Das finde ich ja schon eigentlich ein starkes Stück. Kein feiner Zug. Gehen wir doch mal hoch zu Ragnar. Der wäre doch für sowas ein passender Ansprechpartner, denke ich mal. Und dann können wir unterwegs auch gleich schon mal... einfach noch mal eine Nacht drüber. Hier unserem Kumpel Duras erzählen, dass wir einen Verdächtigen ausschließen können. Bombs, Duras, na, wie sieht's aus? Ein Wort zum Mord an Askor. Irdor ist ziemlich schwach auf der Brust. Er kann ja kaum ein Schwert halten. Askor war ein gestandener Kerl. Damit fällt Irdor als Mörder von Askor wohl raus. Bin schon gespannt, was der nächste Verdächtige zu sagen hat. Ich könnte ihn jetzt mitnehmen. Erstmal nicht, jetzt gehen wir nämlich erstmal zu... Ach, komm. Ich könnte jetzt dein Schwert gebrauchen. Du brauchst einen Waffen. Ja! Na gut, ich bin hier gerade wohl entbehrlich. Ich werde allerdings gelegentlich mein Jetpack benutzen. Ich weiß, ich habe ja noch eins, das ich noch nicht zum Schlund gebracht habe. Kannst du denn damit umgehen? Du bist Berserker. Mach dir mal keine Gedanken, ich werde schon klarkommen. Wie cool. Was hast du vor? Das werde ich unterwegs entscheiden. Wir treffen uns bei den Ruinen vor Goliath, wenn wir getrennt werden. Okay, ich bin dabei. Vergiss aber nicht, dass wir noch einen Mord aufzuklären haben. Mein Volk hat es immer wieder geschafft, die Alps zurückzudrängen. Nur mit der Kraft eines wahren Kriegers und der Magie. Mitkommen. Ja. Wie cool. Unser erster Gefährte. Das ist doch mal ein wahnsinnig geiler Moment. Super. Wollen wir doch mal gleich sehen, ob wir uns nicht nochmal mit irgendwelchen Banditen angeht. Was meine Unterstützung angeht. Das wollte ich gar nicht. Ja, bei denen können wir nicht verpetzen. Die Alte. Das war irgendeine unbrauchbare... Quest. Setzling im Wald. Nö. Nachschub für die Setzer. Setzerbrot habe ich noch lange nicht genug. Ich kann ihnen verschimmeltes Brot geben oder... 50 Setzer Brot, wovon ich halt viel zu wenig habe aktuell. Das heißt, ich müsste für ihn einfach mal rumlaufen und suchen. Das ist auch schon irgendwie scheiße. Wenn ich schon was suche, dann will ich das wenigstens für mich selber tun. Nee, jetzt nicht. Hier drin? Hallo? Was sagst du denn dazu? Gar nichts. Okay, gut, dann sag du mal nichts. Dann... war denn das? Ich glaube hier. Oh, ich will ihn Jetpacken sehen. Oh, er weiß, wie es läuft. Das ist doch schon mal schön. Ernsthaft, dafür bist du. Oh, na gut. Von mir aus soll er doch machen, wie er will. Mal gucken, was Angrim sagt, dann haben wir nämlich alle Bosse durch und dann können wir uns wieder... Ah, warte mal, es gibt doch einen Vorsteher. Können wir auch gleich nochmal hin und mal fragen. Und tschüss. Mit dem bin ich fertig. Das ist doch ein Outlaw, das ist doch kein Berserker hier, die Kriegerin. Na. Harkon? Wer bist du denn eigentlich? Ach, der Typ, der mich die, ja, Alps jagen lassen wollte. Da unten muss ich nochmal hin. Der Kollege hier am Feuer. Der ist doch hier mein...
Quest gucken. Speichern. Die Ernte der Heilwurzeln braucht dich nicht weiter zu kümmern. Ach, und wieso das? Sie wurden bereits abgeerntet. Du erlaubst dir einen Spaß, oder? Wenn dem so wäre, warum habe ich die verdammten Dinger dann nicht? Das fragst du den Falschen. Wer auch immer die Dinger ohne meine Erlaubnis eingesackt hat, dem breche ich alle Knochen. Hm. Oh, das ist ja easy gelaufen. Hätte man sich natürlich schenken können, ihm das zu erzählen, aber... Okay. Dann muss ich nochmal gucken, dieser Irm... Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Aber noch einer. Der da unten immer gehammert und genagelt hat. Eldur, also genau. Okay, mit dem bin ich fertig. Schön. Na gut, dann nicht. Das heißt, ich muss wirklich Setzerbrot sammeln. Man muss nicht mit jedem Mist hausieren gehen. Verschimmelte Scheiße weiterreichen. Okay, wenn das so ist, gebe ich dem das Brot. Dann haben wir den Quest abgeschlossen und fertig. Doch, das war doch hier irgendwie, oder nicht? Da, genau. Ich will ihm natürlich eigentlich kein vergammeltes Brot geben, aber es ist schon so witzig. Allein, dass ich es jetzt schon habe. Und ein Weltenherz. Mit ihnen werden wir die Welt heilen. Ein Herz nach dem anderen. Aha. Wo ist denn der Typ hin? Ah, da hinten hat er sich versteckt. Jetzt muss ich aber jetzt einmal meinem Sammeltrieb nachgehen und hier kurz gucken. Jetzt reicht's mir! Alter Schwede! Und damit komm ich nicht mehr rein. Das kann man irgendwie überraschen. Ach, komm! Duras war nicht das letzte Mal stärker. Eine Packung Zigaretten. Wenn das so ein wertvolles. Wenn so ein wertvoller Rohstoff ist, diese Zigaretten, frage ich mich, warum die hier überall rumliegen. Weltenherz und gucken, ob man da eigentlich irgendwas Tolles. Hm. Nö, man kann auch nichts Tolles finden. Doch, kann man. Wenn man sich nur genug Mühe gibt. Noch mehr Mana hier irgendwo. Mana. Mana. Setzer und Irdor. Halt, ich speichere nochmal. Ich habe Proviant für dich. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Zeig her. Ihm läuft das Wasser im Mund zusammen. Es tut mir echt ein bisschen leid. Aber komm. Ich habe etwas Brot aufgetrieben. Das sieht irgendwie komisch aus. Du hast gefällt das nicht. Nein, nein. Es wird uns schon satt machen. Wie viele Splitter hat dich das gekostet? Nichts. Moment, das hast du aber nicht von Sinda, oder? Normalerweise ist sie doch sonst nicht so spendabel. Sie hatte keinen Bedarf dafür. Komisch. Aber kann mir ja egal sein. Oh, Hauptsache, Alter. Wir werden satt. Dafür, dass der Magen wieder voll wird, hast du dir meine letzten Splitter verdient. Alter. Hier, das ist angemessen genug, oder? Alter. Ich habe ja gespeichert, ne? Angemessen ist das Doppelte. Wer hat gesagt, es sind seine letzten? Komm, 400 ist schon genug. Gut. Ich hätte sonst wirklich tief in die Tasche greifen müssen. Und man will ja noch was zum Leben haben. Verdammt. Na schön. Mich angelogen, der Penner.
Wie steht es um deine Kampfkraft? Ich bin bereit. Ein wahrer Krieger trägt seine Waffe und seine Rüstung mit Stolz. Okay, dann sind wir hier fertig. Mission accomplished. Warte mal, ich spreche ihn nochmal an. Vielleicht sagt er schon, dass es schlecht geht. Nö, gut. Achso, halt, da war vorhin Level Up. Hallo? Oh, falscher Knopf. Ja, 25 Punkte, die wir verteilen könnten. Konstitution wäre natürlich auch nochmal eine schöne Sache. Ein bisschen mehr Lebenspunkte. Da gehe ich einfach mal mit 5 Punkten drauf. Oh, 5. Dann 2 Lernpunkte. Vielleicht Breitschwert hat keinen zusätzlichen Schaden. Das ist natürlich dann auch Quatsch. Nicht irgendwie eine Waffe, die man benutzen könnte, die besser ist. Schwert mit plus 19, ist halt schon richtig fett, ne? Da bräuchten wir 5. Okay, 60 Geschicklichkeit ist utopisch. Das ist auch noch zu stark. Da bräuchten wir 18 und 28. Das hier wäre doch machbar, oder? Das Beil. Okay, ich glaube, das können wir uns einfach mal hier mit ein bisschen stärkere Waffe haben. 33 Stärke, 23 Konstitution. 33 Stärke, 23 Konstitution. So, dann können wir das jetzt tragen. Und sonst mit irgendeinem Mist. Okay. Jetzt haben wir mal einen kurz nochmal im Vergleich mit der rostigen Axt. Das ist derselbe Skin, das ist ja richtig toll. Da hat man ja gleich das Gefühl, dass man richtig viel stärker geworden ist. Okay, aber Quest. Bericht an Ragnar. Gut, das kann ich. Achso, ja, nee, klar, da können wir ja direkt dann wieder den Teleporter hierher nutzen. Das ist ja einfach. Und jetzt irgendwie da reinlaufen. Da nehmen wir den Haupteingang. Und ich muss gleich mal das Folgenende einläuten, wa? Das machen wir jetzt hier aber noch. Was meine Unterstützung angeht. Da. Ich habe mich um Irdor gekümmert. Und? Gab es Probleme? Nicht der Rede wert. Erfahrung. Dann verrate mir mal, warum ich von den Setzern nur Beschwerden zu hören kriege. Nach allem, was ich raushöre, hast du ihnen irgendeinen Fraß aufgetischt. Es wird Tage dauern, bis sie wieder ihre volle Leistung bringen. Und meine Belohnung? Du? Eine Belohnung? Sei froh, dass ich dir nicht das bisschen Elixid abknöpfe, das du bei dir trägst. Tja, schade. Das ist natürlich doof gelaufen. Wie mache ich mich? Du bist auf Angrims Test reingefallen. Das ist weniger gut. Bond sagt, du hast ihm bei seinem Mutantenproblem geholfen. Aber bei der Ernte der Heilwurzeln scheint er nicht gut auf dich zu sprechen zu sein. Von der Aktion mit Irdor und dem Proviant sprechen wir besser nicht. Da hast du auf ganzer Linie versagt. Einige meiner Männer behaupten, du hättest das Schwert von Erik Eisenfaust gestohlen. Sie können es zwar nicht beweisen, aber Fremden gegenüber sind sie stets misstrauisch. Ich denke, du kannst noch weitaus mehr für uns tun. Streng dich an. Ja, okay. So zusammengefasst klingt das nicht gerade, als hätte ich mich mit Ruhm bekleckert. Okay, dann beenden wir hiermit diese Folge. Und gucken, was wir noch an Unheil anrichten können in der nächsten Folge.